Neue Ingolstadt-App. Mit der neuen App der Stadtverwaltung Ingolstadt kann man bequem auf alle Infos rund um die Stadt zugreifen. Dienstleistungen, Kultur- und Freizeitangebote, Wissenswertes über die Stadt und aktuelle Meldungen schnell und bequem mit dem Smartphone abrufen. So einfach war es noch nie. Die App führt einen dank der eingebauten Navigation auf dem schnellsten Weg zu allen öffentlichen Einrichtungen und Parkplätzen. Auch der Verkehr spielt eine wichtige Rolle. Die direkte Verlinkung zur InVG-Homepage und die Anzeige für freie Parkplätze erleichtern so einiges. Natürlich gibt es auch den Schnellzugriff zum Mängelmelder. Die Web-App ist kostenlos für alle iOS- und Android-Geräte erhältlich. Beste Wasserqualität. Pressesprecher Michael Klaner verkündete es in der städtischen Pressekonferenz. Das Wasser im Baggersee ist von ausgezeichneter Qualität. In den vergangenen Wochen wurden mehrere Proben entnommen. Alle waren einwandfrei, wie auch in den vergangenen Jahren. Im Frühjahr war bei einer Wasserentnahme die Sauberkeit beanstandet worden. Das hatte zu Verunsicherung in der Bevölkerung geführt. Doch das war ein Ausreißer. Der See lädt zum Bade, stellte Klaner fest. Pilgerreise. Stefan Einsiedel, der von Ingolstadt nach Jerusalem pilgert, ist zurzeit auf Zypern. Er kämpft mit einer Erkältung, will aber die Waffenruhe zwischen Hamas und den israelischen Streitkräften ausnutzen und am Donnerstagabend von Zypern nach Tel Aviv fliegen. Wenn alles gut geht, ist er am Sonntag in Jerusalem. Künstler zu Gast. Ein Zimmer und ein Atelier stellt der Ingolstädter Bernd Arndt von Mai bis September alljährlich Künstlern zur Verfügung. Mitte Juni kam Karolis Zalkay aus der Partnerstadt Győr. Der Maler und Grafikdesigner lehrt an der Győrer Schule der bildenden Künste. Im Juli folgte aus der serbischen Partnerstadt Kragujevac die Grafikdesignerin Milena Vukovic. Mit ihren Zeichnungen, Grafiken, Plakaten, Fotografien und Designarbeiten war sie seit 2002 in über 60 Ausstellungen im In- und Ausland präsent. Arbeiten beider Künstler sind bis Ende August im Eingangsbereich des neuen Rathauses ausgestellt.